Oh, sie sehen aber auch sehr schick aus. Gehen Sie so zur Arbeit? Vielleicht arbeiten Sie ja irgendwo. Kann auch sein, dass der zum Beispiel im Kino arbeitet. Mit sowas schicken wir hier so einer Fliege. Oh, das sieht hinten aber nicht mehr ganz so gut aus. Darf ich immer sagen, ich glaube, Sie haben Motten. Ich wollte nur freundlich sein. Hallo, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch herzlich willkommen heißen in meinem Supermarkt. Das Spiel ist gerade erst rausgekommen. Ich habe gesehen, also ich habe es die ganze Zeit irgendwie schon auf der Liste gehabt und habe auch schon eine Demo gesehen. Man hatte eigentlich gedacht, ich wollte zuerst die Demo spielen und jetzt ist es plötzlich rausgekommen. Und zwar gestern und da habe ich mir gedacht, okay, dann hole ich mir das jetzt gleich, war im Angebot. Und dann checken wir das mal aus, weil ich fand, die Grafik sah wirklich gut aus. Und auch so dieser kleine Supermarkt, irgendwie so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Irgendwie hat mir das echt gut gefallen. Und jetzt möchte ich mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Ich habe schon im Startbildschirm gesehen, dass noch ganz, ganz viel geändert wird, also noch ganz viele neue Sachen dazukommen. Das heißt, wir gucken da wahrscheinlich erstmal jetzt rein und dann gebe ich dem so ein bisschen Zeit, damit sich da vielleicht nochmal so ein paar andere Sachen implementieren können. Also da wird halt noch einiges da hinzugepatcht. Das wird, glaube ich, richtig cool. Und es ist auch noch auf Deutsch übersetzt. Gefällt mir natürlich. Willkommen beim Supermarket-Simulator. Du fängst mit einem kleinen Laden an und entwickelst dich zu einem großartigen Supermarkt. Kaufe zunächst Waren ein, die du verkaufen willst und stelle sie in die Regale. Vergiss nicht, die Preise mit Gewinn festzusetzen, um einen Bankrott zu vermeiden. Viel Spaß! Alles klar. Natürlich, wir müssen etwas teurer verkaufen, als wir einkaufen, weil sonst können wir hier gleich dicht machen. Nice. Nachbarschaft auch gut. Ja, jetzt muss ich erstmal Waren kaufen. Oh, wie sehen die so aus hier, die Leute? Hallo. Schönen guten Tag. Wir machen hier demnächst auf. Kann ich Ihnen schon einen Flyer mitgeben? Oh mein Gott, hier hat ein Arschgeweih. Das ist aber nicht mehr in. Ja, das ist immer so eine Sache mit Tattoos, ne? Wenn die irgendwann aus der Mode sind, dann ist das nicht mehr so cool. Was muss ich jetzt machen? Ich muss hier, glaube ich, zum PC. Okay. Ich bin da. Ich möchte Dinge kaufen. Kaufe Ware. Hier wahrscheinlich im Markt. Was haben wir denn so? Wie viel Geld habe ich denn? 50. Oh mein Gott, ich fange ja mit richtig wenig Kohle an. Was kostet denn sowas? Kaufe ich hier immer so eine Verpackungseinheit? Ja, oder? Für 12? Sollen wir mal mit Müsli... Aber Müsli ist teuer, ne? 12 mal Müsli. Da ist ja Toastbrot, glaube ich, besser. Ich glaube, ich nehme mal Toastbrot. Toastbrot. Wir nehmen mal Toastbrot. Wo sehe ich den Preis hier? 11,88 Euro. Okay. Toastbrot und Mehl ist auch relativ günstig. Dann Nudeln können wir uns auch noch leisten. Soll ich einfach mein ganzes Geld raushauen? Geht das? Ich versuche mal, wie weit ich komme. Okay, wir sind schon drüber. Also Öl wird es dann nicht. Dann müssen wir das wieder rausstreichen. Geht das? 18 Euro Öl, das ist mir leider zu teuer. Da können wir noch nicht mit. Nee. Oh, Lieferung 4. Moment mal. Das heißt, wie wird die denn berechnet, die Lieferung? Pro Kilo? Wir behalten das mal im Auge. Wir haben jetzt 4 Sachen bestellt und haben einmal eine teure Lieferung. Jetzt habe ich noch 6 Euro, Dollar. Ah, nehme die Kisten, die angekommen sind gerade. Gerade angekommen sind an. Ah, hier. Okay. Oh, nice. Schönes Geräusch, mag ich gerne. Susu, was ist denn Susu? Immer erstmal hier in Augenhöhe, das ist besser. Das ist da, wo die Leute hingucken. Ach so, ich muss die einzeln auspacken. Alles klar, wir haben einmal Susu. Susu Zucker, wie süß. Wo ist mein Mülleimer? Draußen wahrscheinlich, ne? Ist mein Müll. Ist das mein Müll? Ah, das ist mein Müll, okay. Der steht direkt an der Straße. So, hier haben wir, was ist das? Das Penne. Ja, Nudeln. Passt jetzt nicht unbedingt hier zu. Oh, ich hätte da noch einen Preis einstellen müssen. Okay, dann tun wir mal hier vielleicht die Nudeln hin. Da haben die Leute auch noch so ein bisschen Platz hier, sich zu entfalten. Lass mal kurz den Karton wegschmeißen. Ah, mit den Preisen, das mache ich gleich. Ich hole jetzt erstmal die Sachen rein. Aber Mehl. Mehl, das passt doch hier gut zum Zucker. Das würde ich hier hinstellen. So, hier eine ganze Reihe mit Mehl. Das hier auch weg. Was haben wir hier noch bestellt? Genau, mein Toastbrot. Sehr gut. Toastbrot kommt dann. Ja, wir machen das alles auf die gleiche Höhe. Nein! Wieder zurück. Nein! Nein! Oh, Mann! Kann ich das auch wieder reintun? Ich probiere mal. Geht das wieder zurück? Ah, mit Rechtsklick. Okay, cool. Ach, nice. Dann kann ich das ja doch nochmal um. Oh, super. Ich hab's ja gerne, dass es so ein bisschen aufgeräumt ist. Dann versuchen wir mal hier einen Preis einzugeben. Was ist denn der Preis? Was steht denn hier? Durchschnittskosten sind 1,15 Euro. Dafür habe ich es gekauft. Der Marktpreis ist... What? 4,83 Euro? Halleluja, ist das teuer. Für Zucker? Okay. 4 Euro... Naja, wir machen ja eh schon Gewinn. 4,90 Euro. 5 Euro hört sich dann noch teurer an. Machen wir lieber 4,90 Euro. Okay, das muss ich jetzt wahrscheinlich immer machen. Marktpreis 3,71 Euro. Machen wir 3,80 Euro. Alter, ist das teuer. Das ist der Marktpreis. Da kann ich nichts für. Das kostet überall so viel. 3,12 Euro. 3 Euro... Was passiert, wenn ich 3 Euro... Nee, das ist mir zu riskant. Ich mache lieber 3,20 Euro. Profit 2,21 Euro. Alles klar. Und dann noch der Toast. Da kann ich 3 Euro... Ja, dann nehmen wir 4 Euro. Rund. Finde ich eigentlich nicht so gut, aber da haben wir 3 Euro Gewinn. Kann ich jetzt nochmal raufgucken? 2,20 Euro Gewinn, 3 Euro Gewinn, 3,01 Euro und 3,75 Euro. Das ist krass hier. Der Zucker ist gut. So, fertig. Und nun? Ah, jetzt kann ich aufmachen. Open. Kommen Sie bitte rein. Ah, direkt die erste Kundin. Hallo, schönen guten Tag. Ja, gucken Sie sich gerne um. Wir haben 4 Dinge. Sie kauft was. Sie kauft einen Toast. Und sie kauft Nudeln. Ah, ich muss das machen. Ja, ist ja sonst keiner da. Schönen guten Tag. Hä? Nein, natürlich nicht. Rückgängig. Hilfe. Ah, ich habe die Kasse... Ich habe einfach mal die Kasse angehoben. Bleiben Sie bitte hier. Ja, ich weiß nicht so recht, was ich drücken muss. Ach so, einfach einmal raufklicken oder was. Scannen. Piep. Ah.
ich muss mich einmal ransetzen. Ah, das ist das Geld. Okay, dankeschön. Hier sehen wir geschnittenes Brot. Mhm. Ach, das ist meine Kasse. Oh, die ist aufgegangen. Sie hat gezahlt. Was? Sie kriegt $42,80 Wechselgeld. Oh mein Gott, ich muss selber was rausgeben. Ah, wir haben ja Dollar. Oh, ich muss umdenken. Oh, 80. Das kann ich auch so geben, ne? Nimm. Nimm das! Space ist bestätigt. Ach so, okay. Habe ich gar nicht gesehen, wie schön die eingekauft haben. Eine EC-Karte? Hier, klick, klick, klick. Gesamt. Ach so, ich muss eingeben. Na dann. Das ist ja easy. Ah, cool. Ah, der hat wieder Bargeld. Was kriegen sie denn? 5,10 Euro. 5 Euro und 10 Cent. Bitteschön. Ach so, genau. Escape, Space. Oh, das geht hier. Okay, EC-Karte. Einmal hier. Da muss ich aber noch schneller werden. 7,20 Euro. Super, vielen Dank. Ja, einmal bitte hier für den Zucker. 10 Cent kriegen Sie zurück. Ja, das ist ja einfach. Bitte schön. Und einmal Mehl und Nudeln für Sie. Danke sehr. Oh, passend. Ja, schönen guten Tag. Schönen Tag noch. So, wir haben jetzt 41 Dollar. Könnte ich jetzt was Neues kaufen? Ich könnte doch eigentlich... Kann ich hier irgendwie weg? Okay, ich warte noch mal kurz. Ich kassiere das mal gerade ab hier. 46 Euro, Dollar. Nein, das war zu viel. Ich kann es zurücknehmen. Rechtsklick auf den Schein in der Kasse. Ach so. So? Ah ja, okay. Gut, dass wir das auch mal gelernt haben. Was ist denn, wenn ich zu viel zurückgebe? Habe ich dann Pech gehabt? Oder hat der dann Pech gehabt? Mal versehentlich irgendwann mal ausprobieren, oder? 8,90 Euro. Enter. Vielen Dank. So, jetzt möchte ich hier gerne wieder raus. Möchte ich hier raus? Escape. Okay. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben ja hier eigentlich noch genug da. Vor allem hier haben wir immer eine gute Bestellung. Da haben wir immer gleich noch mehr, ne? Hier haben wir immer nur so 8. Das ist recht wenig. Ich guck mal gerade, können wir hier irgendwas Neues bestellen? Nein! Ein Kunde wartet. Okay, ich komme gleich. Öl. Wir bestellen Öl. Kann ich das auch bestellen? Nee, da muss ich noch kurz warten. Oh, das bleibt gespeichert. Das ist ja nice. So, einmal die Nudeln mit EC-Karte. Gerne doch. 3,20 Euro mit EC-Karte. Eieiei. Und einmal Zucker und Nudeln für Sie, auch mit EC. Dankeschön. Das sind dann 8,10 Euro, bitte. Danke. Vielleicht sollte ich auch die Sachen noch nachbestellen, die ich da habe. Aber mit den Nudeln sieht das schon... Oh mein Gott. Ja, jetzt ist, glaube ich, gleich schon hier ganz schön knapp. Die sind bestimmt sauer, wenn sie das nicht kriegen, was sie haben wollen. Einmal 3,20 Euro. Danke. Okay, ich glaube, ich sollte vielleicht doch nochmal gucken, dass ich auch Nudeln bestelle. Kriege ich die vielleicht auch noch mit dazu? 61,80 Euro. Oha, das kriege ich. Dann mache ich das. Kaufen. Nein! Ja, okay. Oh, geht gerade so. Nein, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele hatte ich denn da? Habe ich geguckt, wie viele Kosten ich hatte jetzt. Also 16 zurück. Wie viele Versandkosten ich bezahlen musste. Bitteschön. Dann nochmal Zucker für Sie. Geben Sie mir das Geld. Danke. Einmal 5,10 Euro für Sie zurück. So, jetzt gucken wir mal, ob die Sachen angekommen sind draußen. Ja, das geht ja mal ganz fix. Das ist immer sofort da. Was ist denn... Was mache ich denn, wenn ich das jetzt hier... Das kriege ich das denn überhaupt rein? Hallo, das ist eine Etage zu tief. Oh, nee. Nee. Okay, naja, das kann ja mal kurzzeitig vielleicht da stehen. Oder kann ich das... Ach, egal. Ich lasse das kurz da drin. Das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Wir haben hier was Neues. Was ist das denn? Ach so, das ist Müsli. Wo passt denn das am besten hin? Ich wollte das vielleicht hier hin tun. Ja, sehen Sie nicht, dass ich gerade auffülle? Stellen Sie mal nicht so an. Außerdem muss ich das hier kurz zur Seite legen. So. Ja, das machen wir gleich. Erstmal kommt jetzt hier der Kunde, ne? Kunde ist König. Hier, bitteschön. Einmal 2 Mehlportionen und ein Toast. Haben Sie nur ein 100er? Haben Sie es nicht vielleicht auch kleiner? Das ist ja ganz schön. Das habe ich ja immer geliebt, ne? 1, 2, 3 und 40 Cent. 1, 2, 3, 4. Das habe ich immer geliebt, die Leute, die irgendwie mit Großgeld ankamen. Ich habe auch mal im Kino gearbeitet. Die EC-Karte. Mhm. 13,80 Euro. So, der nächste bitte. Die Nudeln für Sie. Dankeschön. Oh, kein Wechselgeld. Jetzt wollte ich mal gucken, kann ich das hier rausnehmen und dann nach oben tun? Kann ich nicht. Kann ich nur, wenn ich einen Karton in der Hand habe. Oh. Ha. Kann ich das, wenn ich diesen Karton in der Hand habe? Ja, eine Sekunde mal kurz. Ich finde, das passt hier zu den Nudeln. Das tun wir mal hier rein. Muss gleich noch einen Preis nehmen. Ich habe da gar keinen Preis eingestellt. Kann ich das hier rausnehmen? Ah, jetzt könnte ich das rausnehmen. Ich stelle mal kurz den Karton hier in die Ecke. Vielleicht brauche ich den noch. Kann ich den da hinstellen? Manu! Kann ich nicht. Da muss ich den mal wegwerfen. Ist ja jetzt ungünstig. Oder? Ich muss den Preis doch einstellen. Ja, ja, ja. Wir müssen erstmal hier bedienen. So, null zurück. Dann haben wir zweimal Mehl und... Habe ich das überhaupt eingestellt? Ich glaube, das war jetzt keine gute Sache. 1, 2, 3, 4 und 40 Cent. 1, 2, 3, 4, 41. Oh, nee, ne? Ich muss kurz raus. Was ist das denn für ein krummer Preis? Das will doch keiner. Ah, 6 Euro. Runder 600, genau. 6 Euro, alles klar. Und das hier habe ich auch nicht richtig eingestellt. Da wird irgendwas abgezogen. Wahrscheinlich das, was ich ausgegeben habe. 4,60 Euro. Aber wir wollen noch ein bisschen mehr gewinnen. Wir sind gerade neu. Wir brauchen das. Dann einmal Bargeld wieder von Ihnen. Warum ist das so dunkel hier? Habe ich einen Lichtschalter? 1, 2, 3. Haben Sie nicht vielleicht 40 Cent oder so? 60 Cent? Und 60. Stimmt das? Ja. Ich muss kurz raus. Ich muss hier. Ist das hier das Licht?
Da ist der Lichtschalter. Ha. Oh, ja, schönen guten Tag. Dann einmal für Sie, einmal nur das Mehl. Warum denn immer für die Leute mit EC-Karte? Also das ist... Was? Mehl konnte sie nicht finden. Mein Mehl ist alle. Oh, Katastrophe. Ich muss Mehl bestellen. 3,20 Euro für Sie einmal. Und für Sie, ah, eine etwas größere Bestellung, auch mit Karte. Okay, das ist natürlich ganz praktisch. Dann haben wir, kann ich das hier auch so eingeben? Nein, kann ich nur so. Schade, ich hätte das jetzt gerne mit Tastatur eingegeben. Oh nein, er konnte bestimmt auch kein Mehl finden. Nein. Ah, was ist denn hier noch leer? 4,60 Euro. Mehl und Nudeln schon wieder? Nudeln und Mehl. Oha. Mehl, Nudeln. Soll ich noch irgendwas bestellen? Ich könnte vielleicht nochmal Zucker. Ich nehme jetzt einmal nochmal Zucker mit. Einfach nur, weil ich denke, ich bezahle... Ach so, jetzt kostet das nur 2? Nein. Oh. Na gut. Ja, okay. Wir haben jetzt sowieso gleich geschlossen. Ich hoffe, Sie vermissen nichts. Mehl zum Beispiel. Ich kann nämlich nichts mehr kaufen. 5 zurück. Oh nein. Der will bestimmt Mehl. Sie sehen so aus, als würden Sie Mehl wollen. Oha, Sie sehen aber schick aus. Wo kommen Sie denn her? Waren Sie gerade bei irgendeiner tollen Veranstaltung? Haben bestimmt gerade irgendwie so ein Musical oder sowas gesehen. Oder Sie waren essen. Komme ich hier wieder raus? Ja. Drücke Enter, um den Tag zu beenden. Ach so, jetzt muss ich leider den Tag beenden und kann das hier nicht mehr... Habe ich schon Toastbrot drin? Toastbrot. Toastbrot, Alter. Toastbrot. Man kennt es. In den Warenkorb. Das müsste doch dann eigentlich... Ja, jetzt habe ich schon ein paar Sachen wieder drin. Kauf eine Produktlizenz. Was ist das denn? Was ist eine Produktlizenz? Ich mache mal so lange wie hier noch... Habe ich geschlossen? Nicht, dass ich jetzt hier... Produktlizenz. Wo ist das? Im Möbel ist es ja wohl nicht. Wo ist denn das wohl? Ach, hier. Da? Verwaltung. Oh, 200? Was ist denn das? Ah, ich kann da neue Sachen kaufen. Oh, was kann ich denn dann? Wasser, Käse, schwarzer Kaffee, Eier, Milch und schwarzen Tee. Alter. Oh mein Gott, wie viel gibt's hier? Boah, ich werde einen Megaladen. Ich mache einen Megastore auf. Ich werde Rewe. Kann ich mir eigentlich einen Namen geben? Anpassung. Kommt bald. Okay, kann ich das auch nicht? Schade. Lager. Ist gesperrt. Kann ich mit 6000? Oh, ich kann Kassierer kaufen? Ich muss erstmal 200 Einkäufe abschließen. Und Supermarkt Level 10. Ah, hier oben ist mein Level. Level 2 bin ich gerade. Nice. Und dann kann ich den zweiten Kassierer. Das heißt, dann habe ich die Leute, die dann für mich arbeiten. Wachstum, Abschnitt, da kann ich meinen Supermarkt erweitern. Okay, also eine Fläche von 4x4 Meter kann ich erweitern. Dann gibt es Rechnungen, Miete, alle Mieten sind bezahlt, alle Rechnungen sind bezahlt. Okay, da sieht man noch nichts. Krass, ey, das wird ja riesig. Boah, okay, also ich werde, glaube ich, trotzdem erstmal nur eine Folge aufnehmen, obwohl ich gerade mega Bock hätte, noch mehr aufzunehmen. Aber ich weiß, dass halt erst ein Tag das Spiel draußen ist. Und ich würde gerne dem Spiel wenigstens nochmal so einen Tag geben. Aber ich würde es, glaube ich, relativ schnell schon mal zusammenschneiden, um mal abzuchecken, ob ihr Bock drauf habt, dass ich da nochmal mehr spiele. Also ich will auf jeden Fall hier ordentlich noch was heute machen, also noch was schaffen. Weil es macht echt Spaß. Darlehen ist gesperrt. Zahlungen. Okay, das kommt sicherlich auch noch. Achso, benötigt Supermarktlevel. Nee, ich bin kein Freund. Ich bin kein Freund von Darlehen. Brauche ich nicht unbedingt. Der ist noch da. Kann ich noch nicht kaufen. Aha, jetzt ab 4 Dingern sind es 4 Euro. Eben waren es 2 Euro. Vielleicht nehme ich dann noch irgendwas dazu, damit sich das lohnt. Aber hier habe ich halt noch echt viel. Toast, Nudeln, Mehl, Zucker. Das ist genau das, was ich brauche. Aber habe ich das eigentlich beim letzten Mal richtig gesehen? Dass wenn ich hier das da drunter rein tue, ist der Preis auch gleich. Also könnte ich sogar mein Regal vollknallen. So 2 Reihen voll mit dem gleichen. Ich glaube, das ist auch nicht so schlecht. Also fange ich halt immer so mittig an, mache in der Mitte alles voll. Und wenn ich dann halt mehr bestelle, kommt das halt nach unten oder eben von hier aus gesehen nach oben. Ich glaube, das ist ganz schlau. Dann würde ich nämlich eventuell nochmal mehr Nudeln bestellen. Dann nehmen wir 2x Nudeln. Und dann gucke ich mal, was passiert mit dem Lieferungswert. Es sind immer noch 4. Aha. Okay, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ich dann 2 nehme. Was wäre, wenn ich 2x Mehl nehme? Sind es auch immer noch 4. Was, wenn ich 2x Zucker nehme? Dann wären es 8. Okay, das machen wir nicht. Das heißt, 1, 2, 2, 4, 5, 6. Mhm, habe ich verstanden. Jetzt müssen wir den Tag einmal beenden. Ich wollte einmal nur verstehen, was hier gerade los ist. Zufriedene Kunden, 24, Produkte nicht gefunden. Ja, da war das Mehl einmal alle, ich weiß. Ach, hier wird mir sogar gezeigt, ob es zu teuer ist oder ob ich zu wenig Wechselgeld rausgegeben habe. Huch. Ach, das heißt, sie würden wahrscheinlich einfach gehen. Wie hoch kann ich denn bescheißen? Ich frage für einen Freund. Insgesamt 25 Kunden. Supermarktpunkte 138, Einkommen, Bestellkosten. Ja, ich habe auch nicht rausgehauen, aber ich habe auch echt gut Geld gemacht. Muss man ja mal so sagen. Ab heute erhalte ich Rechnung. Nein, verdammt. Ah, je mehr elektrische Geräte, desto teurer die Rechnung. Oh, verstehe. Noch sind wir geschlossen. Ich würde gerne einmal kurz meine Bestellung hier abschließen. Die da. Damit wir safe sind. Und dann gucke ich mir noch mal kurz an, wie es hier so aussieht. Ah, oh mein Gott, wie hoch kann der stapeln? Der schiefe Turm von Supermercado. Ich hau die Dinger hier mal mit dazu. Und die anderen, die nicht reinpassen, die kommen nach hier oben. Oder? Das ist doch eine gute Sache. Und hier könnte ich jetzt wo gerade keiner da ist, kann ich mal kurz ausprobieren. Box passt nicht zu der Größe. Ah, passt die? Ah! Okay, interessant. Aber leider muss ich diese Box wegschmeißen. Das ist ja ein bisschen doof, dass ich die Sachen danach nicht mehr anfassen kann.
Heißt also, ich muss schon vorher wissen, was ich wohin stellen will. Und wenn ich dann einmal irgendwie Mist baue und das dann irgendwie verdödelt habe, dann habe ich Pech gehabt. Aber ich glaube, so ist es ganz gut, wie ich es mache. Dann müsste ich mir halt beim nächsten Mal eventuell neue Regale kaufen, wenn ich ein neues Produkt haben will. Wenn ich das jetzt hier so weiterführe, dass man halt immer zwei hat. Nur damit ich das ordentlich entleeren kann. Nein, wie doof ist denn das jetzt? Jetzt habe ich hier noch einen zu viel. Es ist voll. Kann ich den Karton denn einfach nur? Ich würde den Karton einfach gerne hier hinstellen. Ah, ach so, ich kann den fallen lassen. Geh. Das ist ja kein Fallen lassen, das ist ja wirklich ein Abstellen. Nice. Oh, super. Das ist ja gar kein Problem. Oh. Dann hätte ich ja vielleicht auch den leeren Karton fallen lassen können. Habe ich davon zwei bestellt? Kann ich den hier so hinstellen? Oh, ich habe das ja voll vor den Computer hingestellt. Ja, dann stelle ich den einfach so hin, falls ich hier mal was durchtauschen will. Aber ich glaube, der hatte die gleiche Größe leider. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber davon habe ich ja Gott sei Dank auch zwei bestellt. Und weg damit. Und dann können wir den Tag nämlich starten. Ich finde es gut, dass man hier die Arbeit machen kann und dann die Zeit noch nicht runterläuft. Das heißt, man hat da noch gar keinen Stress. Und hier habe ich auch noch keinen Stress. Hier kann ich nochmal genau gucken. Wenn ich hier neue Produkte habe, habe ich dann hier noch Platz. Ja, ich kann ja auch nochmal nachgucken, gerade wo ich Zeit habe, weil ja noch nichts läuft. Was kosten denn hier so Regale? Oh mein Gott, 200. Aber dann sollte ich mir ja eigentlich zuerst ein Regal kaufen, oder? Bevor ich mir eine Produktlizenz hole. Brauche ich denn da Kühlschränke? Sehe ich das irgendwo? Wo kann ich das erkennen? Ich mache das mal lieber... Achso, ich bin komplett rausgegangen. Ich mache das mal lieber jetzt, wo ich den Stress nicht habe, dass ich mir mal ganz kurz angucke, was das ist. Produktlizenz kann ich mir eh noch nicht kaufen, weil ich das Supermarkt Level 3 brauche. Normalerweise würde ich ja sagen, man braucht für einen Käse zum Beispiel eigentlich einen Kühlschrank. Wasser ja nicht unbedingt, oder? Weiß nicht, ob sie das so sehen. Schwarzer Kaffee brauchst du keinen. Eier nicht. Milch bräuchte ich einen Kühlschrank. Für den Tee auch nicht. Aber da hätte ich ja dann auch, 1, 2, 3, da hätte ich ja 6 neue Produkte. Das heißt, dann würde das mit meinem Vorhaben wahrscheinlich gar nicht mehr so funktionieren. Aber jetzt, wo ich weiß, dass ich die Kartons ja auch hinter mich stellen kann, ist das eigentlich auch kein Thema. Ich glaube, ich mache einfach erstmal ein bisschen Kohle. Ich freue mich hier auf die Anpassung. Ich gehe schon mal hier darauf, weil das ist das, was ich wahrscheinlich gleich brauchen werde. Oder kann ich von außen hier, kann ich da was machen? Kann ich hier, ich möchte ihn so gern umbenennen. Geht das noch nicht? Ah, das kommt bestimmt alles noch. Achso, ich muss ja auch noch anmachen. Aufmachen. Open. Ist der Lichtschalter eigentlich an, generell? Jetzt ist er an. Komm, ich mach den direkt an, weil bevor es dunkel wird und der ist dann aus, das ist ja dann doof. Ich habe auch mal richtig viel Kohle hier, richtig viel Wechselgeld in der Kasse. Das ist natürlich mega unrealistisch. Normalerweise hat man da nicht so viel Wechselgeld drin, vor allem nicht am Tag. Also, wenn der Tag gerade startet. Was ist denn los? Wo sind die Leute? Hallo? Hallo? Wollen Sie nicht was kaufen vielleicht? Ich habe alles da. Boah, es ist schon eine Stunde vergangen und keiner hat was gekauft. Sie will was. Oh Gott, sie guckt jetzt, sie schreibt. Ja, ich habe schon Angst gekriegt. Ich gehe schon mal hier an meinen Platz. Ich stelle mich jetzt schon mal hin, so. Zack. So, ich finde es auch ganz gut, dass ich hier immer gucken kann, was die Leute hier so kaufen und wie viel noch da ist. Einmal mit EC-Karte. Mhm. Das ist ein guter Einkauf. 13,60 Euro. Das ist schon wieder ordentlich was. Oh, sie sehen aber auch sehr schick aus. Gehen Sie so zur Arbeit? Vielleicht arbeiten Sie ja irgendwo. Kann auch sein, dass der zum Beispiel im Kino arbeitet. Mit sowas schicken wir hier so einer Fliege. Oh, das sieht hinten aber nicht mehr ganz so gut aus. Darf ich Ihnen mal sagen, ich glaube, Sie haben Motten. Ich wollte nur freundlich sein. Es gibt ja auch so Leute, die sagen einem das nicht, wenn man zum Beispiel so ein Stück Klopapier an der Ferse hängen hat. Da ist es mir auch lieber, wenn man mir das sagt. Irgendwie habe ich hier gerade gar nichts zu bestellen, oder? Gar nichts zu tun. Kann nichts bestellen. Öl, das hier wäre vielleicht als nächstes. Mal gucken, wie die weggehen hier, die Sachen. Sehr gut, auch von oben bestellen. Oh, super. Genau. Machen Sie bitte erstmal das Regal leer, dann brauche ich dafür auch gar keinen einstellen. Tag. Ja, ich sehe schon. Sie sind auf jeden Fall auf dem Weg zur Arbeit. Kein Wechselgeld. Dankeschön. Passend bezahlt. Und die sehen auch echt unterschiedlich aus, die Leute. Das gefällt mir auch ganz gut. Hallo. Schönen guten Tag. Einmal Mehl. Mhm. Ja, das kostet dann 3,80 Euro. Immer diese 3,80 Euro habe ich schon so oft gehabt. Wiedersehen. Empfehlen Sie uns weiter. Der will. Der will. Habe ich doch gesehen. Ha, ein blauer Anzug. Der sieht zwar nicht aus wie ein Bodybuilder, aber der geht wie ein Bodybuilder. Öl. Öl und Mehl. Gott, das Mehl ist hochbegabt. Begehrt. Hochbegabt, das weiß ich nicht so genau, ob es das ist, aber 1, 2, 3 und 20 Cent. Dankeschön. Oh, wo kam der denn plötzlich her? Habe ich gar nicht gesehen. War so klar. Mehl wieder mit Karte, 3,80 Euro. Ich kann demnächst meine Preise auch schon auswendig. Zweimal Nudeln, einmal Öl. Ja, das macht durchaus Sinn. Ein paar Nudeln mit Öl. Haben Sie nicht einen Euro vielleicht klein? Da muss ich hier nicht so... Ach, na gut. Passt schon. Er hat Geld da gelassen. 144. Wie viel brauche ich nochmal? Hier brauche ich für die Lizenz. Ich brauche 200 für mein Möbelstück. Das waren, glaube ich... Ah, wie waren das nochmal? 150? Ich muss wahrscheinlich vorher nochmal nachbestellen. Zweimal Öl. Ja, da pingelt die, obwohl ich hier gerade vor ihr stehe. Bisschen blind, ne, die Frau? Und 80 Cent. Dankeschön. Der hat schon eine Tüte. Der war schon woanders einkaufen. Der kauft hier nur noch Nudeln. Ja, mein Angebot ist noch nicht so groß. Ich weiß. Wir arbeiten halt dran, ne? 85? Nee, wie viel war das? 1,80 war richtig. Also die zweite Reihe Mehl ist schon wieder weg. Das ist krass. Das Mehl geht wirklich gut. Da muss man sich echt immer Gedanken drüber machen, ob man nicht wirklich dabei bleibt, dass man halt immer zwei Reihen hat. Bin ja schon am Überlegen, ob ich halt das andere dann doch wirklich ein bisschen zusammenschieben muss, weil ich ja dann so viele Sachen kriege, so viele neue Produkte. Das werde ich, glaube ich, sonst nicht hinkriegen. Da muss ich wahrscheinlich dann doch
das auf die Regale aufteilen. Ich meine, gut, mit dem Zucker geht das ja, da ist ja relativ viel. Öl geht, glaube ich, auch. Aber Mehl sollte ich vielleicht doch immer bei 2 belassen. Und die Nudeln auch. Da ist auch nicht so viel drin. Oh, passend. Dankeschön. Bin schon mal überlegen. Ich kann ja schon mal das Öl reintun. Wir tun das schon mal rein in den Warenkorb, weil ich schon gesehen habe, dass es relativ wenig ist. Danke. Achso, ja, ich bin da. Wieso danke? Ah ja, mit Karte. 9,20 €. 9,20 €. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, nee, das würde ich, glaube ich, noch nicht reintun. Ach doch, hier ist ja relativ viel weg. Da geht es noch. Aber Öl muss ich, glaube ich, jetzt langsam mal machen. Brot. Ich kaufe dir jetzt nicht auch noch Öl. Oh Gott, ich habe es nicht gesehen. Kauft sie Öl? Ich weiß nicht. 8 €. Dankeschön. Aha. Ah ja, sie hat das Müsli gekauft. Das ist, glaube ich, relativ teuer. 5 zurück. Vielen Dank. Wiedersehen. Ich muss mal hier rausgucken. Oh, das muss auf jeden Fall auch rein. Da brauchen wir definitiv. Und das ist immer relativ teuer. Mehl würde ich auch nochmal mitnehmen, weil das immer so schnell weggeht. Da haben wir zwar noch eine ganze Reihe voll, aber ja, das würde ich so gerne einmal anheben und nach unten stellen. Warum geht das nicht? Ah. 2-mal Nudeln mit EC-Karte natürlich. 6,40 €. Danke. Habe ich mich vertippt? Oder habe ich 64 eingegeben? Ich hoffe nicht. Das hätte sie mir doch gesagt, oder? Die müssen sich doch dann beschweren. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Ganz unsicher. Öl. Ich muss bestellen. Ich glaube, ich werde Zucker... Ah ne, habe ich nicht schon drin? Ne, Zucker habe ich noch nicht drin. Warum habe ich A drin? Hä? Okay. Ah ne, Zucker habe ich nicht. Nehme ich mit. Wir bestellen das jetzt noch einmal. 4 €. Gut. Boah, schon wieder direkt eine Schlange. Die kommen auch immer irgendwie in so Schwärmen. 10,20 €. Ja, mit EC-Karte zahlen die normalerweise gar nicht mal so viel. Das ist irgendwie genau falsch rum immer. 80 Cent zurück, ja. So. Ich finde das so komisch, dass ich ein 25-Cent-Stück habe. Das irritiert mich immer komplett. 10,80 €. Da mache ich aber trotzdem mal. Das ist irgendwie ganz praktisch. Dann 2-mal Nudeln und 1-mal Toast. Habe ich schon wieder irgendwas nicht? Fehlt irgendwas? Ah, 60 Cent. Guck mal gerade, was da angekommen war. So, was haben wir hier? Wir haben den Zucker. Machen wir erstmal hier diese Seite wieder voll. Und dann den Rest der Oma. Das reicht jetzt auch auf jeden Fall erstmal. Hä? Passt das da nicht rein? Achso, ich habe gar nichts mehr. Na dann. Ja, Sekunde, ich wollte gerade hier mal kurz den Karton, weil der hat eine andere Größe, den wollte ich auch hinstellen. Ja, ich bin da, ich mach, Moment, Mehl. Einmal live bezahlen bitte, 2 € und 1, 2, 3, 4, 40 Cent. Und einmal Mehl und Nudeln, auch wieder so, 3 €, ach das ist gut, 1, 2, 3. Danke sehr, da muss ich weiter einsortieren. Was fehlte denn hier noch? Ich glaube, ich war gerade einmal ganz kurz in dem Kopf von der Frau drin, das war echt unangenehm. Ich habe die Augen von innen gesehen. Ach so, es sah so voll aus, deswegen. Ah, ich habe doch auch noch ein Mehl hinter mir stehen, wenn ich mich nicht irre. Ja, Sekunde. Warum? Ich wollte das hier oben reintun. 1, 2. Ah, einmal nochmal hier zurück. Also, ob das so schlau ist, hier so eine fette Kartonsammlung hinzustellen, ich glaube nicht. Aber wir lernen noch. Wir wissen noch nicht genau, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also lieber einmal zu viel haben als zu wenig. Alter Schwede, was? 90 €? Na gut. Ist ja sowieso schon am Ende des Tages jetzt, ne? Das ist nicht so schlimm. Wir sind jetzt eh durch. Mein Öl war leer die ganze Zeit eben, oder? Ah, ich hatte es doch schon bestellt. Aber es hat sich keiner beschwert, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist auch voll blöd. Kriege ich das hier rein? Nein, die Größe passt nicht. Die Größe habe ich auf jeden Fall noch nicht an Karton. Die ist nämlich etwas kleiner. Welche brauche ich denn, um das da oben durchzuwechseln? Das ist, glaube ich, die Größe hier. Ah, da sind ja sogar noch welche drin, genau. So, und dann holen wir die von da oben runter und tun die hier rein. Und dann wissen wir, dass wir nämlich auch schon wieder Nudeln bestellen müssen. Das ist die gleiche Größe wie der Karton. Gehe ich hier nämlich schon mal ran. 212. Jetzt kann ich ja mal eben schauen nach der Lizenz. Wie viel war das jetzt gleich? 200. Ich könnte sie kaufen, aber wenn ich sie mir kaufe, kann ich mir davon nichts bestellen. Was ist denn, wenn ich mir nichts bestellen kann, habe aber diese Lizenz und die Leute wollen das haben und sind dann sauer, dass es das nicht gibt bei mir. Und dann kriege ich Ärger. Ich warte noch mal so einen halben Tag. So einen halben Tag noch abwarten. Dann wollte ich die Nudeln reintun. Na, da fehlt noch ein bisschen was. Die sind wahrscheinlich schnell leer, weil das viel gekauft wird. Toast würde ich sogar auch fast schon mal reintun. Das sieht so oll aus. Hier mit den Kartons im Hintergrund bei mir. Ja, das wären 19,80 €. Okay, wir beenden den Tag. Statistik sieht sehr gut aus. 23 Sekunden, aber sind 2 weniger als den Tag davor. Weiß nicht wieso. Gesamter Profit 81. Ja, sieht gut aus. Ich bin Level 3. Genau, ich brauchte ja auch Level 3. Was ist das denn? Was? Irgendwas hat sich im Preis verändert. Ah, muss ich Preis anpassen oder was? Hä? Hä? 7 €? Jo, na dann. Dann kostet es jetzt 7,10 €. Natürlich. Wir passen uns an. Das ist immer noch gleich. Was war denn noch? Hab nicht richtig aufgepasst. 3,80 € ist gleich. Was ist hier? Ist auch gut. Toastbrot, was ist damit? Oh mein Gott. Also 4,50 €. Und das Öl, das ist, glaube ich, billiger geworden, ne? Nee. Hä? War nicht irgendwas, was vom Preis runtergegangen ist? Da ist doch gar nichts. Habe ich nicht alles angeguckt? Nee. Hä? Ist irgendwas ausverkauft? 6 Produkte. Mehr habe ich noch nicht. Hm, okay. Dann open wir mal. Vielleicht hätte ich dann open sollen, wenn gerade jemand vorbeigeht. Vielleicht muss ich darauf achten, weil es jetzt dauert es so lange, bis jemand hier angestiefelt kommt. Was müsste ich denn eventuell noch bestellen? Das habe ich alles noch. Ja, Öl wäre das nächste, was dann... Oh, oh.
Apropos, wäre das nächste, was dann auch noch leer geht. Ich bin noch da. Oh mein Gott, der erste Kunde und direkt mit dem 100er? Wait, what? Moment, was ist denn hier? Das ist einer zu viel. Ich habe einen 20er. Moment, ich bin ja komplett durcheinander. Was soll das denn? So, jetzt stimmt's. Entschuldigen Sie, ich bin noch nicht ganz wach. Tut mir leid, aber schönen Tag bei der Arbeit heute. Oh. Ich wollte ihn nicht bescheißen. Also ist nichts passiert. Ach, morgens ist echt nicht so viel los, ne? Da kann man immer noch ein bisschen auch einsortieren. Guten Morgen. Sie sind auch schick angezogen. Ah, sie nimmt einmal Nudeln. Nudeln und einmal da unten das Müsli. Toastbrot, Nudeln. Ja, einmal mit EC-Karte. Okay, da muss ich nichts zahlen. Muss ich nichts rausgeben? 17,40. Hm? Was? Was ist denn nun passiert? Ich habe irgendein Dings gekriegt. Ah, ich habe 90 Sachen verkauft. 7,70 €. Dankeschön. Und dann für Sie. Also ich finde es cool, es gibt so viele, die halt einfach so schick angezogen sind, weil sie wahrscheinlich gerade auf dem Weg sind zur Arbeit. 16,10 €. Das ist schon mal nicht schlecht. Also wenn ich einkaufen gehe, dann gebe ich meistens sehr viel mehr aus. Soll ich jetzt schon mal was bestellen? Soll ich die Lizenz kaufen? Ich würde so gerne die Lizenz kaufen. Ah, komm, ich kaufe jetzt die Lizenz. Verwaltung. Ich kaufe die jetzt. Ich habe sie gekauft. Ich habe sie gekauft. Oh Gott. Ah, es bimmelt. Ja, ich guck gleich. Kaufen die dann auch mehr? Die kaufen dann bestimmt auch mehr. Oh, weia, ich muss Sachen kaufen. 10 Cent nur zurück. Bitteschön. Oh, ich muss Sachen bestellen. Ja, einmal mit EC-Karte. Mhm. 16,90 €. Ich muss schnell Sachen bestellen. Nudeln, Toast. Habe ich ja schon drin. Und dann hier nehmen wir nochmal irgendwas Cooles, Neues. Was nehmen wir dann? Nein, da brauche ich ja wirklich einen Kühlschrank. Mist. Kann ich noch nicht nehmen. Oh, da brauche ich auch einen Kühlschrank. Regal. Okay, dann nehmen wir Kaffee. Ach, du Schreck, ist das teuer. Egal, wir nehmen trotzdem Kaffee. Egal. 2 €. Ja, demnächst haben wir neue Ware. Ich hoffe, Sie freuen sich, sagen Sie bald Bescheid. Wir haben bald Kaffee. Oh nein, gleich gibt es irgendwas nicht mehr. Wechselgeld 0. Öl. Aha, nur Öl. 5,40 € zurück. 5 €. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. So, schnell einmal die Sachen einsortieren. Nicht, dass Sie sich beschweren, dass wir keinen Kaffee haben. Wir haben nämlich Kaffee. Wir haben Kaffee. Hier. Oh, ich muss noch den Preis... Ja, Sekunde, ich muss noch schnell den Preis eingeben. Ich habe gar keinen Bock, dass jetzt hier der Preis irgendwie falsch ist. Der ist nämlich sehr teuer gewesen. 10,50 €. Wow, das ist auch leer. Das sollte ich vielleicht auch schnell machen. Nee, das muss schnell erledigt werden vorher. Die sucht nämlich, glaube ich. Ah, die sucht gleich hier nach Toast. Nein. Das Toastbrot ist hier. Alles ist gut. Da stehen schon 2 Leute. Ah, Nudeln sind auch alle. Wichtig. Nudeln werden immer verkauft. Warum habe ich bloß so lange gewartet? Oh Gott, ich muss direkt nochmal Nudeln kaufen. Die werden gleich wahrscheinlich auch. Ah! Ich hänge! Auch weg sein. Schönen guten Tag. Danke, dass Sie so lange gewartet haben. Ich musste ganz kurz hier einsortieren. Ich habe keine Mitarbeiter. Ich muss das alles selber machen. Nein! Brot! Da ist doch Brot! Kommen Sie zurück! Ich habe Brot! Jetzt will ich auch. Nee. Oh mein Gott, 28. 71 und wie viel? 90. 1, 2, 3, 4. 90. Nein! Ich habe. Oh, jetzt haben wir den Salat. Nein, jetzt wollen die alle Sachen haben, die ich nicht habe. Das war nicht gut. Ich wusste es. Der wollte nichts, Gott sei Dank. Jetzt wollen die Sachen, weil die denken, ich kann das. 21,40. Kaffee. Wie viel verdiene ich eigentlich mit so einem Kaffee? Hat er sich beschwert? Nee. 80 Cent. 1, 2, 3. 80 Cent. Nein, Schwarztee habe ich auch nicht. Am liebsten ist es mir, wenn ich mich wirklich nachts oder morgens dann schwarzer Tee darauf vorbereiten kann. Auch einmal 9,80 €. Wir müssen einfach erstmal schwarzen Tee auf jeden Fall bestellen. Den kann ich ja schon mal bestellen. Was war das andere, was ich noch brauchte? Oh, ich habe nicht aufgepasst. Schwarzer Tee. Ist irgendwas teurer geworden? Oh Gott, es kann sein, dass irgendwas teurer geworden ist oder günstiger. Öl? Sollte ich nochmal Öl bestellen? Ich brauche halt vorher erstmal ein Regal. Also ich kann halt sonst ja nichts machen. Ich kann ja nur das und das nehmen. Der Rest geht nicht. Ich glaube, ich werde jetzt einfach erstmal... Was? Wie teuer ist das? Wie teuer ist der schwarze Tee? Okay, dann eben nicht. Es tut mir leid, wir haben manche Sachen noch nicht. Ich bin arm. Machen Sie mich reich. Danke. Ah, passend. Super. Er wollte auch nichts. Sehr gut. Nur Zucker. Oh Gott, der wollte bestimmt irgendwas anderes. Auch passend. Danke. Auch gut. 10 Cent zurück. Dankeschön. Nein, ich habe doch keinen Kühlschrank. 184. Ist das da schon wieder zu Ende? Vielleicht muss ich einfach nur Licht anmachen. Sollte ich morgens immer dran denken. Kann ich immer noch nicht bestellen. Es ist einfach nicht möglich. Ich würde gerne aber dann so lange warten. Weil, ne, das ist ja jetzt nicht viel, was fehlt. Ich habe auch vergessen, dass ich ja doch morgens jetzt immer irgendwie Rechnung bezahlen soll. Habe ich gar nicht aufgepasst. Wie viel muss ich denn bezahlen? Gott, der Kaffee ist schon wieder fast leer. Dann haben wir aber nicht so viel Gewinn damit gemacht, oder? Hat jemand eigentlich irgendwie gesagt, dass irgendwas zu teuer ist? 4,80 € gibt es zurück. 1, 2, 3, 4 und einmal 80 Cent. Wasserflasche, ja. Ich brauche einen Kühlschrank für Wasser. Warum auch immer. Nein. 239. Oh, das ist aber gut. Jetzt kann ich schon mal bestellen. Wir bestellen erstmal das hier. Jetzt habe ich wieder noch 45. Ja, zweimal Öl habe ich auch bestellt. Kaffee habe ich natürlich nicht bestellt, weil viel zu teuer.
80 Cent. Danke sehr. Milch, gut. Boah, das war eine Fehlentscheidung, das jetzt schon so früh zu kaufen. 15,40 Euro. Das würde ich jetzt nicht nochmal machen. Boah, die geht hier richtig rum. Krass. Ich renne mal kurz. Ja, ja, ja. Ich mache, glaube ich, auch nur das hier voll. Wenn es voll ist, ist voll. Den Rest stelle ich dahin. Ich mache erstmal sie. Wow, was ein Mega-Einkauf. Cool. Oh, Bargeld sogar. Oh, passt. Nice, danke. Dann nur den Kaffee. Nein, der ist leer. Habe ich nachbestellt? Nee, habe ich nicht nachbestellt. Ah, hatte ich kein Geld für. Hm, egal. Wie viel Gewinn habe ich da eigentlich gemacht jetzt mit? Kann ich noch nicht mal mehr gucken. Ist das erstmal hier wieder auf... Oh, Leute. Nein, hier oben. Erstmal wieder rein. Dann hier oben wieder raus. Ich mache das jetzt nicht so. Warten Sie doch bitte kurz. Ich bin noch sofort da. Was fehlt denn noch? Fehlt irgendwas? Nee, ich glaube, es fehlt gar nichts. Und 10,20 Euro zurück für Sie. Danke sehr. Wasserflaschen. Alles noch im grünen Bereich, soweit. Da ist der Tee. Oh. Kaffee, Tee würde ich eigentlich gerne nebeneinander tun. Könnte ich das vielleicht hier oben hinstellen? Ich kann. Ich sage mal, nee, da sind Nudeln. Das ist keine gute Idee. Dann machen wir das hier unten hin, dann mache ich unten Tee. Wow, wie viel passt denn da rein? Das ist ja mega nice. Deswegen war das wahrscheinlich auch so teuer. Alter Vater. Okay, ja. Dann haben wir halt hier noch Ersatztee. Aber ich brauche definitiv Kaffee. Habe ich denn den... ich brauche auch Nudeln. Kaffee, Nudeln und Mehl würde ich auch nochmal bestellen. War das die richtigen? Nein. War das die richtigen? Das waren die richtigen. Sehr gut. Den habe ich doppelt, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das ein anderer? Sieht von der Größe irgendwie gleich aus. Ich glaube, ich schmeiß den mal weg. Also wir brauchen Kaffee, Nudeln, Mehl. Wir haben eingepackt Kaffee. Nudeln, Mehl, die sind nicht so teuer, die Sachen. Bestellen kann ich ja jetzt eh nicht mehr. 70. Was kostet denn ein Kühlschrank? 200. Uffs. Boah, der kostet 375. Scheinwerfer. Warum brauche ich denn einen Scheinwerfer? Vor allem, das ist ja dann auch noch teurer, ne? Da muss ich ja dann immer meine Rechnung bezahlen. Wo ist denn das jetzt hier? Kredit? Aha. Zahlungen? Habe ich nicht, weil ich habe ja keinen Kredit. Okay, also ich könnte jetzt sagen, ja, ich nehme jetzt Kredit auf. Einfach nur, um einen Kühlschrank zum Beispiel zu kaufen. Ich weiß halt nicht, wie sich das auswirkt, wenn die Leute Produkte nicht bekommen. Ob sich das jetzt auszahlen würde, wenn ich halt ein Darlehen nehme, was ich eigentlich nicht will. Komm, nee, das will ich nicht. Wir versuchen es so und bestellen das dann morgen. Enter! 10 nicht gefundene Produkte. Das ist natürlich ein Problem, oder? Ist das ein Problem? Kriege ich Negativwertung, wenn ich das habe? Weiß ich nicht. Das ist die Frage. Hat das überhaupt einen negativen Wert? Weil wenn nicht, dann kann mir das ja eigentlich egal sein. Dann ist das halt so. Dann finden sie halt irgendwas nicht. Mir doch wurscht. Hier will ich dabei bleiben. Hier will ich immer 2 reinmachen. Weil das eigentlich immer relativ gut weggeht. Ich kann sogar sprinten. Also es ist wirklich toll gemacht. Also auch die Bedienung und das ist dieses... Flair, finde ich, von dem Spiel ist einfach sehr gut. Macht echt Spaß. Auch wenn das dann manchmal so ein bisschen stressig ist, aber ich finde, das geht noch. Oh, ich muss ja noch den Preis einstellen für den Tee. Das habe ich ja, glaube ich, behalten. Das ist ja der gleiche Karton hier. Dann kann ich den wegwerfen. Das wird wahrscheinlich auch niemand so machen, oder? Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der das so tut. Ich behalte mal lieber den Karton, falls ich irgendwas hin und her schieben will. 5,80 Euro. 3,05 Euro Gewinn. Das ist okay. Wie viel Gewinn machen wir hier? 3,50 Euro. Circa immer. 3,30 Euro. Passt auch immer alles noch? Ich gucke mir gerade mal die Preise an, ne? 2,20 Euro. Hier ist der Gewinn nicht so hoch. Wir verkaufen aber relativ viel davon. 3,09 Euro. Okay, das heißt, bei den teureren Produkten ist das schon eigentlich ganz gut. Es kann auch sein, dass jetzt gleich erstmal der Preis durchgegeben wird, dass doch nochmal was am Preis verändert wurde. Wenn ich jetzt gleich starten drücke. 3,66 Euro. Die sind sehr gut. Und go! Wird mir jetzt was angezeigt? Irgendwas? Preislevel? Nö, ne? Das wäre jetzt wahrscheinlich schon gekommen lange. Den habe ich ja auch doppelt, den Karton. Hier ist noch ein Öl drin. Ach so, ja. Die ist auch voll, ne? Vielleicht sollte ich die vollen mal woanders hinstellen. Voll. Ein Öl. Hier sind die leeren. Wir räumen einfach mal ein bisschen auf hier. Weil wir gerade nichts zu tun haben. Ah, unser erster Kunde. Guten Morgen. Oh, der ist ein bisschen legerer. Hm, das sieht doch komplett anders aus. Nice. Like. Medizinkarte, dankeschön. 8,70 Euro. Vielen Dank. Hallo, schönen guten Morgen. 2x Toastbrot bitte für Sie. 9 Euro. Kann ich einfach so machen. Ging das? Hat Kling gemacht. Also, ich schätze mal, ging. Wir arbeiten am Kühlschrank. Problem ist natürlich auch, wenn ich mir einen Kühlschrank kaufe, habe ich noch lange keine Produkte. Ja, wie machen wir das dann? Eigentlich brauche ich gleich alles auf einmal, ne? Oder wenigstens irgendwie Wasser und Milch oder so. Aber warum brauchen wir auch so viele? Das ist echt doof, dass ich gleich so viele Produkte mit dem Kühlschrank dann kaufen muss gleichzeitig. Ich kann euch nur empfehlen, falls ihr das spielen solltet, wartet ein bisschen länger und häuft erstmal ein bisschen mehr Geld an. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Dankeschön, war passend. Oh, ist hier auch noch mal rein. Haben Sie ein großes Frühstück geplant, ja? Mit Tee und Schokobeeren. Da steht zwar Müsli, aber ganz ehrlich, wenn das Müsli sein soll, dann ist Kellogg's auch ein Müsli. Also nicht Kellogg's, sondern so Frosties oder so. Das ist ja eigentlich auch kein Müsli. 107. Theoretisch haben wir die Hälfte, aber nur theoretisch. Das haben Sie nicht von oben runter gekauft. Jetzt gucken Sie doch mal, da oben ist auch was. Kaufen Sie doch bitte von oben.
einfach doch nicht von oben. Ich dachte, die sind so voll, dass sie sich da so dran halten. Aber nee, wohl doch sehr individuell. Dankeschön. Und wieder passend. Schönen Tag noch. Der Tee kam bisher auch noch nicht so ganz gut an. Aber wir haben ja auch noch nicht so viele Kunden gehabt. Vielleicht kommen auch nicht so viele Kunden, weil die gesagt haben, so, die haben alles nicht. Das ist voll doof da. Und wenn du Milch haben willst, dann musst du eh woanders hingehen. Dankeschön. Hat sie was gesucht? Nee, ne? Hä, ist das heute nicht mehr so, dass sie irgendwas suchen? Ich sag lieber nichts, weil jetzt, wenn ich es gesagt habe, dann suchen sie bestimmt wieder was. Und Enter. Ja, es war so klar, es war so klar. Ich hab's gejinxt. Nein. Mann, ey. Ah, oh, das ist ihm eingefallen, dass er doch mal Toastbrot braucht. Upsi. Ich muss Toastbrot bestellen. Wow, coole Bestellung. 31,70 €. Nicht schlecht. Ah, das ist auch mal gut. Das gibt auch mal viel Kohle. 14,20 €. Ist aber teuer beim Nachbestellen. Toastbrot. Ich muss Toastbrot reintun. Wir brauchen Toast. Ah, hier. Ah, da sieht man immer, ob der Preis fällt oder sinkt oder gefallen oder gesunken ist. Wahrscheinlich bezieht sich das auch auf eine Woche. Nein, das Toastbrot ist ja komplett alle. Oh. Das hier können wir erstmal nachfüllen. Sekunde. Brauche ich den noch? Weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, schon. Egal. Das habe ich doppelt. Oh, nee. Oh, jetzt haben wir gleich kein Toastbrot. Die Leute wollen doch immer Toastbrot. Habe ich noch irgendwas liegen? Käse. Ja, ich weiß. Oh, oh. Ja, Nudeln, Zucker und zweimal Tee direkt. Warum kommen die denn jetzt immer alle auf einmal? Jetzt wollte ich gerade mal kurz aufstellen. 19,70 €. Wollte der irgendwas? Nee. Der kriegt 40 Cent zurück. 40 Cent. Jetzt muss ich aber wirklich einmal ganz kurz Toastbrot bestellen. Toastbrot und gerne noch irgendwas anderes, ne? Was lohnt sich denn hier noch? Zucker würde ich nochmal mit reintun. Was sehe ich hier noch? Vielleicht doch noch schon mal Mehl oder noch nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat 100%ig Toastbrot auch noch gewollt. Der hat so einen fetten Einkauf. 26,10 €. Nee, alles gut gegangen. Der wollte nur Mehl. Der braucht keinen Toast. 1, 2, 3, 4, 40, was hast du? Kann ich reden? Ich habe gerade keinen Anreiz, irgendwas noch zu bestellen. Das ist das Problem. Ich will jetzt nicht für eine Bestellung das auslösen. Ach doch, ich habe doch Zucker noch drin, ne? Jetzt habe ich drei Sachen. Ah, drei Sachen sind gut. Die kann ich bestellen. Das sind immer 2 € Liefergebühr. Also ist halt auch doof, wenn ich die Sachen dann nicht habe. Also ich sollte das natürlich dann schon eigentlich bestellen. 9,40 € zurück. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Eier. Ah, ja. Oh. Wir arbeiten ja am Kühlschrank. Oh, ich habe auch schon über 200. Oh, und ich habe die Bestellung ja auch sogar auch schon ausgelöst, ne? Die andere. Das heißt, ich habe das ja eigentlich alle schon da. Auch mit EC-Karte. Nur das Öleimer. 4,60 €. Jo. Nein, das ist ja auch leer. Ah ne, ist ja gar nicht leer. Da ist ja noch oben was. Einmal zur Seite bitte. Ich muss mal hier kurz das Mehl einsortieren. So, danke. Okay, dann haben wir... Nee, nee. Ich weiß, Ping, aber Moment. Das kann ich mal hier hinten hinstellen. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zucker über. Und eigentlich muss ich ja das holen, weil das Toastbrot ist nämlich alle. Nein, nein, nein. Das haben sie noch nicht gesehen. Hier, wir haben Toastbrot. Wir haben Toast. Ganz viel. Puh, der hat schon bestellt. Nein, jetzt kriege ich wieder Ärger. Ich sehe es schon kommen. Mehl und Zucker. Hm, weil er keinen Toast gefunden hat. Ah, siehst du, ich wusste es doch. Und er will nur Tee. Nie im Leben. Wasserflaschen. Was ist eigentlich, wenn die zwei Sachen nicht gefunden haben? Kriegt dann auch nur einmal Ärger? Hä, war eben auch schon das Öl so leer? Wie passiert denn das immer so schnell? Irgendwas ist immer. Ich hätte so gerne einfach mal was so in der Hinterhand, dass ich hier immer so einen ganzen Karton von irgendwas stehen habe. Auch definitiv ein Lagerhaus. Lagerhaus wäre schon ziemlich, ziemlich deluxe. Ich hatte doch hier noch was. Da. Einmal Öl. Wow. Das war richtig gut. Aber Tee habe ich noch voll viel. Den kann ich aber wegschmeißen. Oh, bevor ich es vergesse, schon mal Öl reintun. Ja, Ding, Ding. Hallo. Zweimal Brot, einmal Öl, einmal Geld und 40 Cent. Käse. Oh, nerv mich nicht. Ich bin doch nicht. Ich mache das jetzt heute Nacht. Ach nee, da kann ich ja nicht mehr kaufen, ne? Nein, ich muss schon zumachen, oder? Das war jetzt blöd. Ach nee, das kann ich ja morgen dann machen. Genau, ich muss jetzt beenden. Könnte das hier nochmal auffüllen? Ist eigentlich ganz gut. Hm? Da habe ich ja noch ordentlich was. Ich finde das so komisch, dass man es mit G abstellen muss. Mit Rechtsklick wäre irgendwie cooler. Zucker. Ja gut, da fehlt nur einer. Mehl. Ja, Öl und Kaffee halt auch noch. Oh, Kaffee nimmt wieder so viel Preis. Also es ist immer so teuer. Kann ich es machen? Muss Kaffee bestellen. Schon wieder 74. Wir holen uns jetzt einen Kühlschrank. Geht das? Ach so, den tue ich auch in den Warenkorb. Oh. Aha. Ich wäre ein Fan, auch nochmal Mehl dazu zu packen. Ja. Okay, dann beende ich jetzt den Tag und bestellen dann morgen direkt den Kühlschrank. 24 Kunden nur. Oh, ich habe so die Befürchtung, dass das wirklich darauf Einfluss nimmt, ob die Kunden was gekriegt haben oder nicht. Und wenn das halt so ist, dass dann die Kunden erstmal sozusagen am nächsten Tag quasi nicht mehr wiederkommen. Oh, mir fällt gerade was auf. 284. Ich muss doch dann jetzt auch Wasser oder Käse. Was wollten die denn am meisten? Gefühlt, glaube ich, Wasser. Gesamt 15 €. Ich habe fast 100 € hätte ich, glaube ich, noch offen. Aber das ist dann auch komplett voll, ne? Kriege ich das hier rein? Ich nehme mal alles rein und guck da mal. Ich guck da mal. Oh, es geht. Hi. Nicht schlecht. Ich komme damit hin.
dann mache ich das. Dann nehmen wir das auf jeden Fall so. Oh, jetzt ist aber wirklich alles umgekippt. Das wird wahrscheinlich der Kühlschrank sein. Kühlschrank machen wir an den Eingang, würde ich sagen. An den Eingang direkt. Es wäre dann eher so, dass man sich ja noch was, so ein Erfrischungsgetränk mitnimmt. Das überlappt. Aber da stoßen sie irgendwie auch gegen. Die Frage ist, passt dann hier... Kann ich die Dinger nicht nochmal verschieben? Ach so. Kann ich die voll verschieben? Ja, vielleicht kommt ja auch noch ein Kühlschrank. Dann kann ich den dazwischen stellen. Ich warte mal. Und dann laden wir hier erstmal Sachen rein. Was haben wir denn hier? Unten habe ich, glaube ich, eher Getränke. Dann würde ich hier vielleicht Eier hin tun. Oder da Eier und dann Käse irgendwie so in die Mitte oder so. Ah, passt genau. Ja, ich weiß ja noch nicht, ob ich das hier umsortieren muss. Oh, den Preis muss ich auch nochmal kontrollieren. Hier muss ich auch nochmal Preis kontrollieren. Nein, nicht da unten. Komm wieder rein. Und wieder raus. Passt immer ganz gut hier. Haben wir letztes Mal auch gehabt, hier zwei Flaschen. Machen wir erstmal locker das Einsortieren. Milch. Milch machen wir hier hin. Aber, kurz abstellen. Erstmal gucken, was ich noch habe. Was ist das hier? Kaffee. Genau. Erstmal das einsortieren, was ich eh schon habe. Und den dann zur Seite. Und ein bisschen was über. Und dann haben wir... Was ist denn neu? Nee, das ist auch nicht neu. Aber Mehl? Nein, doch nicht da. Was denkt der denn da immer? Mehl kommt auf jeden Fall hier oben noch rein. Das ist zu schnell immer alle. Das ist neu. Das ist Wasser. Okay, Wasser würde ich dann vielleicht hier nach unten tun. Geht das? Aha, weil es ist ja schwer. Hätte ich jetzt Platz für zwei Sachen, dann könnte ich hier vielleicht auch nochmal Wasser, dann da Milch. Weil Wasser ist gesund. Wasser braucht man immer. Nur mal so zur Info. Das dürfte der Karton da hinten sein. Und dann haben wir hier noch Käse. Käse würde ich da drunter tun. Ja, das ist gut. Genauso hätte ich das auch gerne gehabt. Und dann hoffe ich, dass hier die Milch reinpasst. Oh ne, das ist zu viel. Na gut, dann haben wir... was ist denn, wenn die nicht gekühlt ist? Ist das problematisch? Nee, die ist ja im Karton, ne? Das ist nicht schlimm, ne? Ich stell die mal hier vorne hin. Eigentlich ja nicht, weil hier sind ja eigentlich leeren Kartons. Oh Gott, ich habe viel zu viel. Das ist doch definitiv der gleiche Karton. Mal dieses Sortieren. Sieht so blöd aus. Ich will ein Lager. Preise analysieren. Was haben wir denn jetzt hier so für einen Preis? 4 Euro rund. Guter Preis. 2 Euro Gewinn. Das ist ja nicht so viel. Aber es passen, glaube ich, relativ viele rein. Ne? Wir haben hier 6, wir haben 12. 12 statt bei manchen Sachen nur 8. Hier, das kostet 3,40 Euro. Das lassen wir mal. Was? Das ist ja voll wenig. Gewinn nur 1,60 Euro. Lohnt sich ja gar nicht. Milch? Lohnt sich auch überhaupt nicht. 2 Euro. Kann ich nicht 2,50 Euro machen oder beschweren die sich dann? Ich sage 2,50 Euro. Habe ich wenigstens 1,50 75 gewinnen. Komm, wir machen hier auch 3,50 Euro. Vielleicht beschweren sie sich. Wenn sie sich beschweren, dann nehmen wir den Preis runter. Aber solange das nicht passiert, machen wir nichts. 2,70 Euro. Weil ich finde, so 10 Cent drüber ist ja jetzt nicht so wild, oder? Oh, 1,50. Also der Kühlschrank kostet ja Geld und gefühlt sind die Sachen halt, bringen die nicht so viel. Das bringt was. Die Dinger hier sind gut. Das ist blöd. Warum habe ich hier kein Toastbrot bestellt? Habe ich draußen noch Toastbrot? Nope. Doof. Toastbrot und das da. Habe ich nicht mehr da. Toastbrot und Schokos nenne ich die jetzt mal. Aber sonst habe ich, glaube ich, alles gekauft, was es gibt. Toast, Schoko. Habe ich auch keine Kohle aktuell für. Aber noch geht's ja. Wasser habe ich, Käse habe ich. Kaffee, Tee, Milch, Eier. Okay, also von den neuen Sachen haben wir jetzt alles. Das heißt, nächstes Ziel ist wahrscheinlich, was steht da? Kauf eine Erweiterung. Eine Erweiterung? Das heißt, ich soll den schon größer machen. Brauche ich doch noch gar nicht. Ich habe doch noch voll viel Platz. Was kostet denn eine Erweiterung? Wachstum? Das hier, ne? 350. Nee. Brauche ich noch nicht. Das brauche ich. Oh, war ja Miete? Hä? Oh Gott, ich habe das nicht gesehen. Rechnung. Tag 2. Ich bezahle erstmal vom Tag 2 die Rechnung. Ich kann doch nicht mehr mal meine Rechnung bezahlen. Das mache ich gleich. Ich nehme jetzt erstmal, ich mache erstmal auf. Ich mache auf und dann bezahle ich erstmal, also, ne, dann hole ich erstmal. Oh, weia. Ja. Erstmal ein paar Kunden abrechnen und dann kann ich mal kurz die eine Rechnung wenigstens hier bezahlen. Die Miete. Weil ich weiß nicht, wann ich Ärger kriege mit dem Miete bezahlen. Und dann muss ich hier dringend Sachen nachbestellen. Naja, dringend noch nicht, ne? Ich habe ja noch alles da. Lockhurst. Sie wissen schon, dass es offen ist. Es ist schon 9 Uhr. Ah, hallo. Ja. Sehr gut. Damit machen wir Gewinn. Nehmen Sie doch hier den Kaffee. Das ist sehr. Ach nee, der muss ich immer so teuer wieder nachkaufen. Aber eigentlich ist es gut, weil er macht viel Gewinn. Na, Hauptsache, ich kann meine Rechnung bezahlen und meine Miete. Wenn ich meine Miete nicht zahlen kann, dann haben wir ein Problem hier. Sie auch, weil da können Sie nämlich nicht mehr so schön einkaufen. Sie hat es gekauft, jetzt kann ich einmal kurz meine Miete bezahlen. Huh, Verwaltung. Ja, da muss ich dann nochmal hingucken. Ne? Rechnung. Dann nehmen wir die hier auch nochmal. 2 days left. Aha. Ich habe 2 Tage noch Zeit, was zu bezahlen. Okay. Noch geht's ja. Hä? Nein. Ach so, ich dachte, sie geht wieder. Ich wollte doch sagen, ich habe doch alles. Sie hat den Kühlschrank gesucht. Genau, der Kühlschrank ist direkt am Eingang. Hätten sie auch kurz vorher fragen können. Hätte ich ihnen das auch gerne gesagt. Warum haben die eigentlich keinen Einkaufskorb? Die haben alle mal schon so eine komische Tüte. Das wundert mich ja sehr. Gibt's hier auch Diebe, um die ich mich kümmern... Oh, um die ich mich kümmern muss? 24,20 Euro. Ich habe schon wieder einen Erfolg gekriegt. Ich habe 100 Bestellungen kassiert. Wow. Bargeld, 30 Cent, 1, 2, 3 für Sie. Dankeschön. Dann einmal, oh, wir wollen unser erstes gekühltes Zeug. 41 für Sie zurück. Sehr gut, dann kann ich ja schon mal hier meine Miete bezahlen. Miete,
Nochmal Miete, nochmal Rechnung. Oh, alles bezahlt. Puh. So, dann können wir jetzt wieder da gucken. Da brauchen wir nämlich 55. Da würde ich gerne noch irgendwas dazu tun, wegen der 2 Euro Lieferkosten. Wir haben Müsli und Brot drin. Was müsste ich denn eventuell noch nachholen? Weiß ich noch nicht. Dankeschön, das war wieder passend. Müsli, Brot. Vielleicht gehen ja da beim Tiefkühl irgendwas weg. So. Was ist da so gut ausverkauft? Ich sehe nicht, wie viel... Oh, glaube ich, das Müsli ist leer. Habe ich noch Müsli? Ich habe gar kein Müsli mehr. Oh, oh, das ist schlecht. Der hat das letzte Müsli aufgekauft. Und Milch. Oh, das passt ja sogar richtig gut. Hey. Ah, ich mag das, wenn die so passende Sachen einkaufen. Der hat halt ein bisschen größeren Einkauf. Das ist noch besser. Passend? Nee, schade. 1,60 € zurück. Danke sehr. Wie? Ja, jetzt wollte der Müsli haben. Ich hab's doch schon auf dem Schirm. Bitte nicht auch. Ach, Müsli kaufe ich gleich. Okay, gut. Kein Problem. Ja, komm, dann kaufen wir nochmal Nudeln dazu. Nudeln gehen auch. Passend. Oh nee, jetzt kommen wieder so viel auf einmal. Jetzt kann ich wieder, jetzt will gleich wieder irgendjemand was. Schnell Nudeln. Nudeln! Einmal umdrehen. Brauche ich noch irgendwas? Milch habe ich ja noch. Erstmal bestellen. Das dürften 2 Euro sein, genau. Gut, dann habe ich das nämlich gleich wieder zum Nachlegen. Bin da, danke sehr. Oh, ich habe von hinten die Sachen zuerst genommen. 30,40 €. Sehr. Schnell reinholen die Sachen. Erstmal Müsli, wo ist das Müsli, wo ist das Müsli? Das ist nicht das Müsli. Oh, jetzt habe ich schon geöffnet. Okay, egal. Dann machen wir erstmal so. Nein, jetzt hat der hat bestimmt schon wieder das Müsli nicht gekriegt. Müsli. Wollte ich nicht noch meine... Habe ich die Sachen analysiert, ob ich den Preis richtig hatte heute? Nee, ne? Oh, es ist voll. Ich weiß, es ist voll. Es ist voll. Oh Gott, die Schlange wird auch immer länger. Mhm. Eventuell muss ich gleich auch ein paar Tiefkühlsachen nachkaufen. Nicht Tiefkühl, sondern Kühlsachen nachkaufen. Und ich frage mich dann, ob ich sie stehen lassen darf oder nicht. Okay, der wollte auf jeden Fall kein Müsli. Haben wir Glück gehabt. 4,50 €. Dankeschön. Aha, da wird der Kaffee gekauft. 1, 2, 3, 4,50 € zurück. Danke sehr. Und dann einmal Milch mit Nudeln und Eiern. Doch, kann man auch essen. Lecker. 7,10 €. Sieht ja ganz gut aus. Kaffee. Kann ich hier nochmal was nachlegen? Da ist ja noch Kaffee. Zack, zack. Direkt wegschmeißen. Ich hätte gern drinnen einen Mülleimer. Das wäre auch cool, wenn ich den irgendwie so nach drin stellen könnte. Tee könnte ich nochmal nachfüllen. Immer wenn ich gerade nichts zu tun habe, kann ich irgendwas nachfüllen. Solange ich da was da habe, ist ja eigentlich ganz gut. Warum dreht sich das immer so doof? Will ich schon was? Nee. Ah, hier. Ja, Sekunde. Ich hab hier noch was zu nachfüllen. Das waren nur 2. Wird schon wieder dunkel. Ich habe echt zu wenig Kunden. Wie kriege ich mehr Kunden? Ich habe mehr Produkte, kriege aber weniger Kunden. Irgendwas stimmt doch da nicht. Liegt bestimmt daran, an meinem Problem von vorhin. Dass die immer noch so gebrandmarkt sind, dass sie halt nichts hauen. Oh, meine Milch ist leer. Ah, ich habe aber noch Milch hier. Wow, mega Bestellung. Passend bezahlt. Top. Huch, was wird drauf gedrückt? Ich habe noch Milch, habe ich es noch geschafft? Wollte der welche haben? Kaffee und Wasser. Das ist immer gut. Wenn man Kaffee trinkt, sollte man auch immer Wasser dazu trinken. Kaffee entwässert nämlich. Sehr gut. Ich meine, ich mache ja keine Kaufberatung, aber wenn ich welche machen würde, dann würde ich das sagen. Wow, das ist auch eine coole Bestellung gewesen. Danke sehr. 2,30 € zurück. Habe ich gerade 2,40 € zurückgegeben? Ich glaube, ich habe 10 Cent zu viel zurückgegeben. Trinkgeld für Sie. Naja, kann ja mal vorkommen. Ich glaube, den Rest kaufe ich einfach morgen nach. Ich glaube, ich komme da heute noch so weit hin. 20,60 €. Dankeschön. Ich liebe es, wenn sie mit so fetten Einkäufen kommen. Jetzt weiß ich, wie die Leute sich fühlen, wenn ich einkaufen gehe. Die immer so, oh. Naja gut, die verdienen ja wahrscheinlich selber nichts dran, wenn die da arbeiten. Für die ist das eher nervig. Ja, wir müssen auf jeden Fall Eier und Käse, Milch und Wasser kaufen. Sekunde. Ja gut, wir machen das mal eben schnell. Machen wir dann eben morgen früh. Danke. 3 €, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3,30 €. Könnte ich denn noch irgendwas... Ach so. Jedes Mal erschrecke ich mich, weil ich immer denke, die klauen mich irgendwie. Machen sie gar nicht. Die rennen immer nur hin und her, weil sie irgendwelche Sachen nicht finden. In meinem riesigen Supermarkt finden sie irgendwelche Sachen nicht. Ja, genau. Die hat da was aufgekauft. Alter, Tee ist ja sowas voll cool. Ist da noch was drin? Ah, da ist er doch noch. Ich hätte den fast weggeschmissen gerade. Weil ich dachte, der ist leer. Oh, die hat auch... Die ist so viel hin und her gelaufen. Die hat richtig gut gekauft. Guter Einkauf, guter Einkauf. Und passend bezahlt. Das ist mir der liebste Kunde überhaupt. Nice. Und nochmal passend zum Abschied. Wuhu. Oh. Oh mein Gott, ich habe richtig viel Wasser verkauft. Also wir brauchen Wasser, Milch, Eier, Käse. Umdrehen, kurz gucken, was ich noch brauche. Kaffee, auf jeden Fall auch Kaffee. Kaffee, Öl, Nudeln. Ich brauche eigentlich alles. Oh oh. Kaffee, Nudeln, Öl. Habe ich Mehl schon bestellt? Mehl, Zucker und die Schokodinger würde ich auch noch bestellen. Mehl. Müsli.
Zucker. Oh mein Gott, das ist ja sowas von viel. Also ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich alles. Ja, ich würde es halt mal mitnehmen, ne? Wird ja hoffentlich nicht schlecht. Muss ich dann eben morgen früh machen. Ansonsten ist es ja alles leer. Das sind, glaube ich, die drei Kartongrößen, die es gibt. Eher so breit, hoch und länglich. Habe auch echt gut rausgehauen, ne? Das Einzige, was ich jetzt nicht nochmal bestellen würde, wäre das Toastbrot. Es geht halt eigentlich noch so weit ganz okay. Aber das andere ist so schnell leer, da kann man gar nicht so schnell gucken. Deswegen würde ich das alles nochmal nachbestellen morgen früh. Und dann bin ich wieder richtig viel Kohle los. Okay, Enter. Heute? Nein! Tatsächlich doch einer, der nicht irgendwas gekriegt hat. Was war denn das nochmal? Ich glaube, während ich gerade nass was nachgefüllt hatte. Mist. Wasserflaschen runter. Ah, halt, was? Der Preis. Oh mein Gott, der ist ja richtig runtergegangen. Na gut, 20 Cent. Das war eh schon so wenig Gewinn. Oh Mann, ey. Das ist alles okay. Da hat sich keiner beschwert. Also es hat sich auf jeden Fall keiner beschwert über... der ist ja viel teurer geworden. Hat sich keiner beschwert über zu teure Preise. Ja, das lohnt sich natürlich jetzt noch mehr mit dem Käse. Das ist gut. Der ist auch richtig hochgegangen. Also das heißt, man muss doch immer mal auch gucken, weil... Also wenn der hochgeht, der Preis... Dann beschweren die sich ja nicht, die Leute. Die beschweren sich ja nur, wenn der Preis zu hoch ist. 5,40 Euro? Alter Schwede, Zucker ist hier sowas von teuer geworden. Der ist richtig. Nudeln haben wir für 3,20. Ist auch alles richtig. Ich habe irgendwie so schnell jetzt nicht geguckt, was war denn das, was ich noch verändert hatte im Preis. Das ist auch noch da. Und dann hat der Tee, der ist auch noch richtig. Ja, wenn das Brot nicht ist, dann haben wir, glaube ich, alles. Ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz hier reinsortieren. Das passt nicht, aber... Das passt auch nicht? Dann muss das ja der hier sein. Der da. Ja, wobei, ich meine, ich bestelle jetzt eh nach. Das hat wahrscheinlich nicht so viel Sinn gemacht, aber okay. So, hier die auch noch rein. Meistens braucht man also die Dinger. Diese hohen Kisten hier. Hä? Kann ich die jetzt nicht mehr hinstellen? Kann ich die nicht hinstellen? Eben konnte ich die doch noch hinstellen. Kann ich die hinwerfen? Kann hier nicht geworfen werden. Kann ich die in den Müll werfen? Man muss sie wahrscheinlich in den Müll werfen. Ja, jetzt ist er weg. Egal. Ich führe nochmal meine fette Bestellung hier durch. Ich habe immer noch 165 über. Geht eigentlich. Ja, der hat die denn da abgeladen? Das ist ja nicht so nett. Der hat die einfach so hingepfeffert. Ja, das war hier ziemlich sinnfrei, dass ich das eingepackt habe. Aber das ist auf jeden Fall der Karton, der mir fehlt. Der Karton war einfach komplett verbuggt. Weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ja, Mehl sortieren wir auch natürlich auch nochmal ein. Wir machen das so, bis das komplett voll ist. Dann haben wir hier den Zucker. Der geht eigentlich tatsächlich ja noch. Ich mache das auch einfach nach oben, ne? Ich habe ja halt keine Gerichte, die... Keine Gerichte, genau. Keine Zutaten oder keine Ware, die ich jetzt sonst irgendwo noch reintun könnte, müsste, sollte. Das ist natürlich ganz... Oh so. Ja, das ist natürlich gerade eigentlich ganz praktisch, weil dann muss ich ja auch nicht nachfüllen, weil ich halt noch ein paar Fächer über habe. Das wäre sowieso eigentlich das, was ich am besten fände, wenn ich für alles halt immer eben zwei Fächer hätte. Das wäre schon gut. Na, da kommt doch das Wasser hin. Für die Milch bräuchte ich auch eigentlich zwei, weil die ist so schnell leer. Das gefällt mir halt nicht. Jetzt habe ich den falsch rum hingestellt. Öl habe ich ja eigentlich auch noch unten ein bisschen Platz zum Erweitern. Muss ich mir darum auch keine Gedanken machen. Und Wasser haben wir eh noch. Da haben wir ja zwei Reihen. Das brauchen wir aber auch. Kann ich das stapeln? Oh, ich kann stapeln. Nice. Oh, jetzt sieht es richtig müllig aus hinter mir. Der Kaffee muss noch voll gefüllt werden. Der kommt hier hinten zum Tee. Ich finde es irgendwie so ein bisschen irritierend, weil man den Tee nicht sieht. Der ist irgendwie so... Ich glaube, ich sollte das einmal drehen. Ich stehe nämlich hier vorne. Hahaha, so ist besser. Das voll, das voll. Das sieht immer gut aus, ne? Wenn man hier einmal aufgefüllt hat, sieht das immer mega aus. Da macht das Spaß hier zu verkaufen. Wenn das so schön vollgefüllt ist. Toll, dass das hier auch gar nicht gekühlt wird. Und super. Oh je, meine. Gerade die Sachen, die gekühlt werden müssen, stehen so hinter mir. Ja, wir brauchen halt definitiv noch einen Kühlschrank. Aber gut, Kühlschrank kostet halt, ne? Ich hätte auch gerne eigentlich so einen größeren, diesen 375 Dollar Kühlschrank. Den hätte ich noch lieber. Okay, also ich würde sagen, den nächsten Tag mache ich mal noch nicht weiter, sondern ich speichere hier ab. Wir haben nämlich gerade eigentlich eine ganz gute Ansicht, so wie es hier so ausschaut, was wir im Verkauf haben. Wir haben alles nochmal schön vollgefüllt, damit der nächste Tag gut gestartet werden kann. Kann ich dann in der nächsten Folge richtig gut loslegen. Und dann müssen wir ja beim nächsten Mal auf jeden Fall wahrscheinlich den Supermarkt erweitern. Oder aber das, was ich gerne machen würde, erstmal noch einen weiteren Kühlschrank kaufen, damit wir hier die Möglichkeit haben, zum Beispiel einen Kühlschrank nur mit Getränken zu machen, unten dann Wasser, oben Milch und dann halt in dem nächsten dann Eier, Käse und lassen dann vielleicht noch unten frei für sonst noch irgendwas anderes. Oh, ich bezahle schnell nochmal meine Rechnung, so daran denke und auch das Geld da habe. Das wäre doch ganz gut. Verwaltung, Rechnung, genau. 3 Tage übrig, um das zu bezahlen. Das wird auch immer teurer, ne? Und 20 Euro Miete. Puh, das wird ganz schön heftig, wenn man dann irgendwann so viel hat. Ich sag jetzt mal, diese ganzen Produktlizenzen, man kriegt ja dann immer gleich so viel auf einmal. Man hat ja immer gleich 6 neue Produkte, die man dann auch irgendwie noch verwalten muss. Und dann muss man immer gucken, dass auch wirklich alles da ist. Aber dann würde ich nämlich auch mal richtig umräumen, wenn ich hier schon sehe, dass es hier zum Beispiel so ein Crispy Chibi Müsli gibt. Dann mache ich halt so eine richtige Müsli-Abteilung oder, keine Ahnung, so Getränke. Dann kann man das halt komplett einfach anders nochmal anordnen. Also das macht dann halt auch nochmal richtig Spaß.
Spaß, die Sachen so zu sortieren. Das heißt, ich darf mich eigentlich noch gar nicht so dran gewöhnen, wie die jetzt hier einsortiert sind, weil ich das irgendwann sowieso umstellen werde. Definitiv. Und es wäre auch so nice, wenn ich das hier umstreichen könnte oder irgendwie Türen neu machen, Boden neu machen, neue Kasse kaufen. Die kann ich ja schon verschieben, habe ich ja gesehen. Also wenn man das hier so customizen kann, wenn man sagen könnte hier, ja, ich möchte Laufband, genau. Das Fließband zum Beispiel irgendwie hier so rot umrandet oder keine Ahnung, eine andere Kasse, dass das hier so ein bisschen anders ausschaut. Oder Poster aufhängen, irgendwie Werbetafeln oder sowas. Oder draußen Werbeschilder. Marketing vielleicht auch noch. Das wäre auch cool, wenn man so Marketingkampagnen laufen lassen könnte. Weil ganz am Anfang hatte ich ja wirklich 35 Kunden und jetzt habe ich viel, viel weniger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, das war mein erster Test für meinen Supermarkt. Ich brauche noch einen Namen, könnt ihr mir gerne auch unten reinschreiben. Ich hoffe, dass wir den Namen dann auch von außen irgendwann kenntlich machen können. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Falls ich es jetzt auch einfach nur vielleicht übersehen habe, kann ja auch sein. Sonst wird es bestimmt reingepatcht. Und wenn es nicht so ist, dann benennen wir ihn generell einfach so. Also, falls es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.